ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein ganz tolles Projekt und zwar wieder ein Babyprojekt. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch da mehr zeige und ich habe ganz viele Ideen und auch schon einige Dinge, die ich euch noch zeigen muss. Aber dieses Projekt wollte ich euch jetzt gleich noch zeigen, weil wir ja jetzt schon so ein bisschen im Katalogwechsel sind. Das heißt, ein paar Produkte wird es leider nicht mehr geben und leider ist dieses Produktpaket auch dabei. Die tierischen Glückwünsche, die sind so süß und ich möchte mich quasi in dem Video ein bisschen davon verabschieden. Dazu gibt es die passenden Framelets und die benutze ich jetzt auch nochmal. Und was ich hier vor mir liegen habe, ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist so ein Sonnenschutz fürs Auto. Und die sind einfach nur schwarz gewesen und da habe ich gedacht, ich möchte es gerne ein bisschen verzieren. Und das, was ich daran so witzig finde und warum ich jetzt ausgerechnet noch dieses Standset und dieses Stempelset verwende und jetzt keins verwende, das in den neuen Katalog übernommen wird, hat den Grund, dass wenn man das umdreht, also wenn man quasi von außen ins Auto reinschaut, dann sieht man die ganzen Pops. Quasi die Rückseiten von unseren Tierchen und das fand ich eben so süß und deswegen habe ich dieses Stempelset jetzt nochmal rausgezogen und möchte mich jetzt, also ich finde das einfach so schön. Aber ihr könnt es natürlich auch zum Beispiel mit dem Set Wild auf Grüße machen, das wird übernommen in den neuen Katalog. Da gibt es ja auch die passenden Stanzformen dazu und dann kann man sich das auch ausstanzen und hat da weniger Arbeit mit dem Ausschneiden. Und im Prinzip kann man diese Sachen hier schön verschieben und man kann es natürlich auch jederzeit wieder wegmachen, wenn man es dann nicht mehr möchte, weil das Ganze mit Magnet befestigt wird. Okay, und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Also hier kommen dann noch diese Saugnöpfe rein und dann wird es an die Fensterscheibe so hingetinkselt. Okay, gut, wir machen das jetzt zusammen und genau, legen jetzt erstmal los. Genau, und was ihr jetzt dafür braucht, ist natürlich einmal das Stempelset Tierische Glückwünsche, dazu die Stanzformen und ein Stück Seidenglanzpapier, das halt so groß ist, dass eure Stanzformen da drauf passen. Dann braucht ihr insgesamt 6 Magnete. Ich habe jetzt welche genommen, die nicht selber kleben, die habe ich einfach noch, aber ich könnte natürlich auch welche nehmen, die selber kleben. Und ich nehme jetzt das Memento, weil ich mit den Blends das Ganze kolorieren werde. Und dann nehmt ihr einfach, was für Farben ihr habt. Also ich habe zum Beispiel nicht so viele Blends, den Elefanten eher braun gemacht, aber das macht ja nichts. Ja, und jetzt legen wir einfach mal los. Als erstes fange ich an mit Stempeln. Ich habe meine Stempelmotive schon aufgezogen. Und mache die jetzt alle anständig voller Farbe. Und dann stempeln wir mal ab. Und dann nehme ich mir meine ganzen Blends und koloriere mir die ganzen Figuren aus und zeige euch, wie das funktioniert. Ich zoome euch da gleich ein bisschen näher ran. Ich habe natürlich schon, ihr müsst es natürlich alles öfter aufstempeln und zwar insgesamt jede Figur 3-mal. Habe ich jetzt gemacht, ich habe die natürlich schon hergerichtet, dass wir da im Video ein bisschen schneller sind und mache das jetzt eben anhand von diesen 3 als Muster für euch, dass ihr das seht. Genau, und jetzt zoome ich euch mal ein bisschen näher ran. Ich gucke mal, ob ich die richtige Seite erwische. Genau, so. Und dann malen wir zusammen aus und da lasse ich euch ein bisschen Musik laufen. Und ich bin jetzt kein Kolorierprofi, aber ich mache das einfach so, wie mir das gefällt und nehme immer die dickere Seite von den Blends. Da gibt es ja eine dünne Seite und eine dicke und ich nehme jetzt eigentlich immer die dicke Seite. Und genau, mache jetzt von hell nach dunkel, von dunkel nach hell. Das ist, also, ich bin da sehr flexibel. Thank you.
Ja, und ihr habt es gesehen, ihr könnt mit den Blends wirklich total schöne Farbverläufe machen. Und auch mit dem Aufheller könnt ihr immer noch mal drüber gehen, wenn ihr euch mal vermalt habt oder wenn ihr wollt, dass ein paar Sachen heller sind. Ich finde das echt total cool. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel mit den Blends gearbeitet, aber ich bin da echt total begeistert von denen. Also die finde ich total cool. Bei dem weißen Aufheller müsst ihr ein bisschen warten und dann wirkt der erst, aber das ist echt schön. Also ich finde das echt toll, mir macht das richtig Spaß, mit denen zu arbeiten und ja, so schaut das dann aus. Jetzt zoome ich euch wieder ein bisschen raus. Mal gucken, ob das klappt. Jawohl, hey, wow. Ich habe es erst einmal. Und dann schnappe ich mir meine Stanzmaschine und kurbel mir einmal alle Figuren durch die Big Shot. Und jetzt habt ihr hier so tolle Anhänger. Also ihr habt quasi mit der Stanze schon hier diese Lochung und könntet euch das jetzt umknicken und zum Beispiel auch ein Mobile draus machen, wo man aufhängen kann. Hattet da schon einen Anhänger dran. Wir brauchen das jetzt aber nicht für unser Projekt und deswegen schneide ich mir jetzt mit der Schere diese Umrandungen nach, schön ordentlich. Ich schneide mir die Bärchen auseinander oder die Tierchen und mache mir auch diese Lochung, schneide ich mir weg. Jetzt habe ich meine Figuren fertig und jetzt muss man eigentlich nur noch die Halterung machen. Als kleinen Tipp, wenn ihr das machen wollt, ihr braucht ja insgesamt, glaube ich, 9 Figuren. Ja, genau, 9 Figuren. Nehmt euch da ein bisschen Zeit. Also es schaut jetzt vielleicht im Video recht schnell aus, weil ich schon ziemlich viel vorbereitet habe, aber es ist schon so, dass man da ein bisschen Zeit dafür einplanen sollte. Und jetzt zoome ich euch nochmal ein kleines bisschen raus. Ich hoffe, euch wird es heute nicht schwindelig, wenn ich so viel zoome. Okay, und jetzt brauchen wir die Magnete. Und da habe ich jetzt insgesamt 6 Stück und ich mache jetzt Folgendes. Also erstmal drehe ich mir meine Figuren um und dann brauche ich Tesa. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich reiße mir jetzt erstmal 3 Stücke Tesa runter. Und die klebe ich mir so ein bisschen überkreuzt übereinander. Okay, ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Dann nehme ich mir mein Magnet auseinander und lege mir das einfach auf meine Figur. So ein bisschen in die Mitte. Und klebe mir jetzt da meine 3 Kleber-Teser drüber. Damit das anständig hält, drücke ich das gut fest. Und reiße mir nochmal 3 Stück Kleber runter. Und die klebe ich auch wieder ein bisschen kreuz und quer aufeinander. Und jetzt lege ich mir die mit der klebenden Seite nach oben auf mein Magnet. Und dann lasse ich einfach das andere Magnet auf das untere Magnet fallen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen und wisst, was ich meine. Also ich habe jetzt hier unten das Magnet dran kleben und das andere Magnet ist jetzt magnetisch zu dem Unterteil und die Kleber zeigen nach oben. Und jetzt kann ich mir einfach mein zweites Teilchen anständig darüber kleben. Drück es ein bisschen fest, mach es nochmal auseinander und drück es nochmal richtig fest. Und so habe ich meine Halterung. Machen wir es nochmal. Also ich reiße mir wieder 3 Stück Kleber runter. Klebe mir die so kreuz und quer übereinander. Ich glaube, es geht auch mit 2, aber ich habe einfach mit 3 angefangen und deswegen mache ich auch 3. Und klebe mir jetzt erstmal das Magnet, hier jetzt den Kleber nach unten, auf mein Magnet drauf, damit sich das schön an meinem Bären befestigt. Dann reiße ich mir nochmal 3 runter. Klebe mir die so kreuz und quer übereinander. Und nehme jetzt die Klebeseite nach oben und lege mir das auf mein Magnet drauf und lasse das andere Magnet da drauf fallen. Und jetzt klebe ich mir nochmal mein Vorderteil oder mein Rückteil, je nachdem, auf das Ganze drauf. Drücke es ein bisschen fest, ziehe es mir auseinander und drücke dann nochmal beide Seiten schön fest. Manchmal hat man da so einen kleinen Tesarand, den kann man einfach wegschneiden. Okay. Und für das dritte habe ich mir die Kleber jetzt schon vorbereitet. Und klebe mir das zusammen.
Okidoki. Drück mir das Ganze nochmal schön fest. Und schon sind wir quasi fertig. Also ich schnapp mir jetzt alle meine anderen Teile, die ich noch gemacht habe. Wir haben also jetzt mal jeweils 3 Tierchen. Und meinen Sichtschutz. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt. Und jetzt kann ich mir die einfach auseinandernehmen. Und so hebt das Ganze jetzt. Und ihr könnt es theoretisch auch verschieben. Naja, ich würde es eher nicht verschieben, aber es ist möglich. Oder ihr macht es einfach wieder weg, wenn es euch nicht mehr gefällt, wenn die Kinder größer sind. Aber so finde ich, das ist echt eine coole Befestigung. Ihr macht dabei nichts kaputt. Könnt es jederzeit wieder verändern oder austauschen. Und es ist einfach so süß, oder? Ich finde, das ist so ein süßes Set. Ich lege mir das jetzt hier hin. Ich zoome euch noch mal ein bisschen raus. So, dann kann ich die alle drauf machen. Und einen Elefanten haben wir noch. Und dann habt ihr einen ganz individuellen, total süßen Sichtschutz für eure kleinen Mäuse. Und ich glaube, da freut sich jedes Kind drüber. Da hat es was zum Gucken. Schöne Figuren aus dem Zoo. Oh, ich finde es total süß und ich hoffe, euch gefällt die Idee auch. Ist mal was ganz was anderes. Ich bin gerade total kreativ. Ich bin gerade unheimlich im Bastelfieber. Ich habe so viele Ideen und arbeite gerade mit ganz vielen neuen Produkten, die ich vom Onstage mitbekommen habe. Ich habe noch nicht mal meine Vorbestellung, aber ich habe schon, glaube ich, 9 Videoideen hier um mich rum liegen für euch. Ich weiß nicht genau, wie ich es schaffe, dass ich das alles bearbeite. Ich wollte jetzt dieses Video unbedingt noch für euch abdrehen, weil es eben noch nur noch im alten Katalog erhältlich ist, also nur solange der Vorrat reicht. Aber wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch mit einem neuen Stempelset machen. Es gibt im neuen Katalog auch was ganz Süßes mit Dinos und das wäre vielleicht auch eine Alternative, dass man das Ganze mit Dinos macht. Also von dem her, wenn ihr das jetzt nicht mehr bekommen solltet, dann lasst euch da den Kopf nicht hängen oder vielleicht habt ihr es ja auch schon im Schrank stehen und könnt es dann umsetzen mit diesen Produkten. Genau, ich gucke einfach, wie ich es schaffe mit den Aufnahmen. Es kann auch sein, dass ich jetzt, weil ich ja schon ein paar Sachen vorgedreht habe, die aber nicht im neuen Katalog übernommen werden, die müssen natürlich jetzt auch noch raus. Kann auch sein, dass jetzt mal ein paar Videos mehr kommen, aber es gibt dann bestimmt auch wieder eine Zeit, wo ein paar Videos weniger kommen. Von dem her, ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von mir sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln mit diesen super süßen Sachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!